heute den 16. Hier regnet es in Australien. Ich habe ja schon mal gesagt, das muss auch schon mal sein, damit auch das Grüne hier bleibt. Wir haben heute Samstag und wollen heute einen Ausflug zum Albert machen. Das sind so gut 3 Stunden, die wir unterwegs sind. Und wir hoffen, dass bis dahin der Regen nachlässt, weil das im Inland ist. Wir sehen uns dann gleich wieder. Hier vorne wohnen wir. Wir sind jetzt über Ipswich gefahren, die 15, die Highway runter, nach Warwick, da sind wir im Moment. Und dann geht es runter nach Stanthorpe. Und hier im Inland, da wohnt der Albert, den wir besuchen gehen. So, hier ist der Albert. Da ist das Schild. Er wohnt hier ein bisschen einsam. Da kommt das erste Gatter, der meldet sich freiwillig. So, Gatter aufmachen. Wir müssen jetzt aufpassen, da ist der Dingo-Zaun. Ja, da ist der Dingo-Zaun. Da oben ist der Berg, wo der Albert drauf wohnt. Da ganz oben. Da ist seine Hütte. Hier sind die Schafe vom Nachbarn. Gucken wir mal. So, das ist das nächste Gatter. Das ist das Gatter von Albert. Jetzt sind wir auf dem Grundstück vom Albert. Da sind die Nachbarn, das sind Deutsche. Hier im Umkreis wohnen sowieso viele Deutsche, das sind also so 5 Stück. Das ist die Privatstraße vom Albert. Hat seinen ganz persönlichen Charakter. Aber wenn man mal eine Straße selber bauen muss, wahrscheinlich wird die auch nicht viel besser. Dann steigt man ein. Eine Touristentour, bitte. Hm? Der funktioniert noch. Das ist die Sandgrube. Und damit wurde das Haus gebaut von Maria und Alfred. Albert. Ah, das ist ein anderer. Das ist der Hund von Albert. Maria, der Ex.
gerade auf den Bingo Tower gezeigt. Ich zeige euch mal Bilder. Der 6500 Kilometer lang ist. Alle 14 Tage wird er abgefahren, um nachzusehen, ob der noch offen ist. Da oben ist das Haus von Albert. Und wir sind jetzt hier unten wieder an der Goldmine. Da werden alle Touristen hingeschleppt. Ach, aber vorsichtig sein. Nämlich, da fällt sie nur einmal rein. Hier in der Mine drin. Ja, und wenn du von da hinten stehst mit dem Bagger. Ja, aber ich denke an, wenn ich jetzt hier dann fällt da was runter. Ja, ja. Ne? Dass das nicht da runter saust, sondern hier bleibt, dann kann ich das wieder sauber machen, weißt du? Ne? Und das Ding ist hier. Wenn ich das hier von hier aus schon wegnehme, das hier, das Ganze vielleicht von hier ab. Wo das Glas aufhört, dass ich das schon wegnehmen kann, weißt du, dann sind wir da auf der Level hier. Dann haben wir jetzt 2 Meter weg. Bleibt runter. Wir sind jetzt an der Goldmine. Da geht es jetzt runter. Da sind also ein paar Rubel, die müssen beseitigt werden, damit wir mit dem Schlitten runterkommen. Ja, das, was nachgeschüttet ist. Ach ja, und dann natürlich hier oben die ganzen Balken. Das, muss das ist kein Problem hier. Das hier das, ja, das ist ja. Kein Problem. Ja. Ja. Dann habe ich gemeint, weißt du, dann können wir hier so die Palette legen, dass hier nichts runterfällt. Machen wir da ein bisschen sauber, so schräg rein. Dann müssen vielleicht von hier nach hier, also. Ja. Und dann kann ich auch mal probieren, dass wir das weggehen. Ja. Lass mich die große vielleicht packen, ne? Ja, vielleicht ist er nur ein einzelner Brocken. Ja. Ja. Und danach der Reise, das muss da jetzt alles weg. Ja, dann ist alles was aufgeschüttet ist. Weißt du, wie viel? Da muss wirklich alles weg. Na, jetzt bestimmt nicht. Nein. Das ist ja kein Problem, scheint das alles wegzumachen hier. Okay, dann gehen wir weiter. Da geh mal bis zu dem einen Vorsprung, der da unten ist, dann komme ich denn nach. Da kannst du ja drauf stehen. Ja? Noch eine Etage tiefer, dann komme ich denn nach. Dann gucken wir uns mal die Felsdecke an mit der Taschenlampe. Also das Fahrzeug darf auch nicht so groß sein, sonst kommst du hier auch nicht mehr drin, weißt du? Der Schlitten. Ja, der Hubel müsste sowieso da weg. Und dann ging es vielleicht. Ja. Ich habe das Gefühl, hier nach dem Ding hier, dass das sowieso hier gerade runter geht. Und das hier, was hier alles gibt, das ist alles voll. Ja. Ich gehe mal bis da vorne zum Plateau. Ich habe jetzt unten aus der Höhle einmal dieses Gestein hochgebracht, was wahrscheinlich so aussieht, dass da irgendwie eine Ader dran sein könnte. Das ist anscheinend so ein taubes Gestein, was daneben ist. Jetzt wollen wir mal sehen, ob da was ist. Am 12. werden wir uns hier wieder treffen. Dann fangen wir mal an zu buddeln. Also da könnte man also mit dem Wagen rückwärts fahren oder mit einem anderen Fahrzeug, um den Schlitten rauszuholen. Wir sind gerade schon auf die Idee gekommen, dass man ein altes Drum von uns, vom Workshop, umändert mit dem Schlitten. Albert wird hier das Lose alles wegnehmen.
Ja, wenn das so schon mal alles weg ist, dann ist auch die Schräge wieder da, wunderbar, um vernünftig einzusteigen. So, das war die Goldmine. Wir haben sie nochmal inspiziert. Morgen früh werden wir uns zusammensetzen und werden das weitere auszuhandeln, was jeder machen kann. Jetzt muss ich aufpassen, sonst werde ich über einen Haufen gefahren. Bitte? Jetzt stell mich hinten drauf. Das ist der Barbecue-Platz von Albert. Ja. Rustikal, hier kannst du nichts kaputt machen. Ach, da hebt das da hinten noch. Eine Bank. Ja, da sind wir noch. Kakadus. Einen öffentlichen Sprung gemacht. Wir sind jetzt da, wo Wein angebaut wird. Also, hier ist jetzt Weinprobe angesagt. Gehen wir mal rein. Wir haben hier eine sehr gemütliche Atmosphäre vorgefunden. Einen schönen offenen Kamin. Und hier kann die Tafelrunde stattfinden. Mit Gästebuch. Und wo sind die Weine? Hier sind einige geschichtliche Dokumente, was man so gebraucht hat früher. Das ist sehr schön angelegt, das Ganze für die Touristen. Wo ist der Wein, Wilma? Albert steht an der Theke und trinkt ein Bier. Wo können wir den Wein probieren? Ja, lecker. Would you like to try some? Also bisher haben wir fast von jeder Probe eine Flasche genommen. Jetzt müssen wir langsam mal aufhören zu testen. Sonst haben wir hier alles gekauft von dem Laden. Eine sehr schöne Atmosphäre. So, und jetzt sehen wir gleich mal gucken, wie der Wein gemacht wird. Oh. Hier werden die Weine gelagert, einmal in Flaschen und in den großen Holzfässern. Überall stehen sie. Ah, das sind die Filterelemente. Ich hoffe, dass ihr die sehen könnt im Fernseher, weil es ein bisschen dunkel ist. Der Wein verträgt kein Licht. Oh, da. Nicht draus trinken. Mal riechen. Ja, eine Palette bitte. Ins Auto rein. Stapler steht schon da. So, jetzt müssen wir hier mal ausmachen, sonst seht ihr nämlich zu viel. Oder ist auch zu dunkel hier. Bis gleich. So, das ist die nächste Weinprobe, die hier stattfindet. Mal gucken, wie viel ich noch durchstehe. Also ein eigenartiger Baustil, ein bisschen europäisch, 14. Jahrhundert. Der Beton da oben, das gefällt mir nicht. Da müssten sie noch mit Holz. Eine Holzdecke gehört hierzu. Ja, wo ist die Bar? Da. Hier ist das nächste Wein. Gut. Ja, da sind die alten Fässer. Oh, der Wein wirkt. Und ich muss fahren. Gehen wir mal rein. Aha, so reichlich. Ist das jetzt hier mit Met? Nee. Ist es auch? Ist auch. Ja.
Franz versucht mal weinen. Das ist ja jetzt schon der dritte. Genau wie seine Mutter. Überall mal probieren. Ne, Marlenchen? Kennst du auch? Überall probieren, mal hier ein Nippchen und da. Ich muss jetzt aber aufhören. Ja. Die Weinprobe jetzt hinter uns. Wir sind jetzt in Stantop. Ein altes Queensland-Pub ist hier. Man kann sich vorstellen, dass also nicht vor 100 Jahren hier die Autos gestanden haben, sondern Pferde. Das ist ein altes Städtchen. 80% der Bevölkerung sind Italiener, wie wir gestern Abend erfahren haben. Sehr nette Leute. Ich hoffe, dass ich euch noch ein paar Bilder zeigen kann gleich im Anschluss. Grundstück. Wir werden am 12. spätestens hier auftauchen mit allen Männern und die Goldmine ausheben. Wir hoffen, dass wir dann Glück haben, was zu finden. Das war der Urlaub, der Kurzurlaub beim Albert. Tschüss, zum nächsten Abenteuer.